Hallo liebe Leute, wir sind wieder hier bei unserem Real-Life-Projekt Seehausen, eine Geschichte aus der Landwirtschaft. Heute mit ein paar neuen Zuschauern, sag ich schon, mit ein paar neuen Mitspielern. Unter anderem haben wir hier den Mario Schwabe, ist neu dabei, der Paul Weber, der Rüdiger Robbe und der Bernd Feldner, die unterstützen uns heute. Wir suchen auch weiterhin Mitspieler, also wer mitspielen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Schreibt in die Kommentare was und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit unserem Roleplay. So, hallo liebe Gemeinde, liebe Mitbewohner. Ich habe eine kleine Mitteilung zu machen bezüglich unseres Bürgermeisters Herr Reisinger. Und zwar wollte ich den gestern Abend nochmal im Krankenhaus besuchen. Nach seinem Unfall liegt er ja da, beziehungsweise lag er da. Ich bin da auf Polizei getroffen. Das Krankenzimmer ist komplett verwüstet und der Herr Reisinger ist verschwunden. Oh. Weiß, was der angestellt hat. Es ist irgendwie merkwürdig, die Polizei ermittelt. Was aber für uns heißt, ich wurde im Grunde beauftragt, eine relativ kurzfristig anberaumte Bürgermeisterwahl anzusetzen, damit wir hier die Geschicke der Stadt wieder in geordnete Bahnen leiten können. Das heißt, wer kandidieren möchte oder einen Kandidaten vorschlagen möchte, kann das gerne jetzt tun, beziehungsweise in den nächsten Stunden auch noch per Mail oder Telefon. Ich! Oh Gott, okay, ob das gut geht. Herr Holzknecht, gut, das notiere ich mal. Ich hätte noch einen Vorschlag. Ja, Herr Semmelreiter? Wie schaut's mit dir aus? Ja, dafür wäre ich auch. Könnte ich mir gut vorstellen. Würde ich auch kandidieren. Ein Termin, also wir warten jetzt mal noch ein bisschen ab, ob sich noch jemand meldet und ansonsten würde ich dann in der nächsten Zeit einfach einen Termin für die Wahl ansetzen. Ich hätte noch eine Frage dazu. Haben Sie denn schon Erfahrungen im Bereich Politik und im Wirtschaftswesen da so gesammelt? Also Politik jetzt nicht gerade so viel, aber Wirtschaftswesen, sage ich mal, ja, da ich ja den Landhandel, die BGA und das Lohnunternehmen führe, also wirtschaftstechnisch, finanztechnisch, denke ich mal, bin ich sehr gut aufgestellt. Okay. Und eine Frage noch zu dem Bürgermeister. Gibt es denn schon Informationen, was ist mit ihm passiert? Also Sie haben ja nur gesagt, wie gesagt, das Krankenzimmer war verwüstet und der Reisinger ist verschwunden. Die Polizei ermittelt. Mehr kann ich im Moment auch nicht sagen, mehr weiß ich auch nicht. Ist ja merkwürdig, das Ganze hier. Bist du das woanders? Also das ist wirklich, wie gesagt, alles sehr mysteriös, aber wir können da jetzt wirklich nichts weiter machen. Also wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt die Geschicke hier in die Hand bekommen, damit eben unsere kleine Gemeinde hier wirklich floriert und auch die Landwirte und ansässigen Unternehmen einfach gut laufen werden. Gut. Herr Bürgermeister, nicht Bürgermeister, Anwärter, wie schaut's denn aus? Wir haben ja heute 4 Praktikanten, Schulpraktikanten bekommen, so wie ich das gerade sehe, von Seehausen, von der Seehausener Realschule. Ja, nein, es sind 3 Praktikanten, also das sind ist der Feldner, Robbe und Weber. Das sind Praktikanten hier von der Schule, wie Sie schon sagten. Der Mario Schwabe ist wird ein künftiger Mitarbeiter von mir im Landhandel werden. Der ist macht zwar auch erstmal Probearbeiten, aber so als Praktikanten sind eben die 3 Jungs hier drüben gedacht, die quasi an Herr Wurzelhuber und an den Herrn Semmelreiter irgendwie aufgeteilt werden. Da könnt ihr gucken, wie ihr die Leute mal ein bisschen reinschnuppern lasst in die Landwirtschaft. Juhu, das kriegen wir hin. Und Kreuzhupfen. zum Beispiel. Wie schaut's aus? Wer hat Bock auf Schweine? Wer hat Bock auf Kühe? Ich gehe zu den Schweinen. Oh, gut. Warte. Ich bin's. Okay,
Dann, Herr Feldner, ich würde sagen, gehen Sie noch mit mir mit. Oder Jörg, hast du so viel zu tun? Mir reicht einer. Okay. Dann, Herr Feldner, kommen Sie noch mit zu mir mit. Wir haben ordentlich Arbeit auf dem Hof. Herr Holzknecht, ich bräuchte Sie gleich noch. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und wir machen uns gleich auf den Weg. Jo. Ich wollte Sie eh gleich anrufen. Ja. Ah, okay. Ja, ja, weil ich brauche noch ein Angebot von Ihnen. Also ich habe Ihnen eine Anfrage übermittelt. Genau, die ist angekommen. Angebot habe ich auch schon vorliegen. Und ich würde sagen, ach so, hier, der Holländer, wo ich Sie gerade hier noch habe. Ja. Oder für die anderen, ich weiß jetzt nicht wer. Ich habe den Lagerbestand vom Landhandel ein bisschen aussortiert und dort würde ein Drescher zurzeit zur Verfügung stehen, der nicht genutzt wird. Wenn den irgendeiner nutzen möchte, kann dieser geholt werden und stelle ich zur Verfügung. Ich glaube, der Kuhbauer hat irgendwas erwähnt. Genau, wollte ich gerade nochmal erwähnen. Angebot kann ich Ihnen gerade so sagen, wenn Sie das nicht stört, 250.000. Für den Ladewagen, für den Traktor JCB 4220 und die Sämaschine Rapid A600. Richtig. Jo, gut, machen wir. Bin ich so da? Steht auch schon alles bereit am Rathaus. Rathaus. Das ging ja flott, dann überweise ich Ihnen das mal. Genau, so, Herr der Holländer, hatten wir noch irgendetwas? Rüdiger, wir gehen mal runter. Im Moment nicht. Herr Semmelreiter, ich hätte noch ganz kurz was für Sie. Ich komme nachher nur noch irgendwann vorbei und hole noch mein restliches Gerät ab. Es ist noch der eine Lader vorgestellt, aber sonst können wir dann auch was noch später besprechen. Gut, ich bin dann weg. Jo, Herr Semmelreiter, ich habe Ihren Kalk schon dabei. Wo kann ich den denn abladen bei Ihnen auf dem Hof? Wenn das geht, in das Hofsfilo, wenn nicht, dann werden wir gleich zum Hof kommen und in irgendeiner Halle Platz schaffen. Okay, gut. Ich mache mich dann auch gleich auf den Weg. Ich spreche nur noch kurz mit meinem neuen Mitarbeiter. Ja, ich auch. Und dann. Kurze Sache, ich bringe vielleicht später noch Gras vorbei. Okay. Und vielleicht Stroh, muss man mal gucken, ob man das selber verwenden oder nicht. Müssen wir dann klären. Jo, können wir gerne machen. Okay, gut. Gut, dann bis später. Jo, bis gleich. Später. Ja gesagt. Wir gehen runter. So. Rüdiger. Ja. Jo, wir können mal rausgehen. Ich bin leicht nervös. Oh, erster Arbeitstag. Macht nichts, das kriegen wir hin. Das ist nichts Schlimmes. Okay. Wir gehen mal raus, wir gucken mal. Der Händler hat uns neue Maschinen hergestellt, habe ich gehört. Darf ich die denn schon fahren? Wie alt sind Sie denn? 16. Hast du irgendwie mal Führerschein gemacht? Für so einen kleinen Trecker halt. Ich glaube, wir haben zurzeit keinen Bürgermeister, keinen Polizisten. Ich glaube, das sollte passen. Ich glaube, da können Sie mal den JCB und die Seemaschine zusammenhängen und die zum Hof bringen. Da. Der hier? Ja, genau. Okay. Können Sie da einsteigen oder brauchen Sie noch einen Schlüssel? Schlüssel haben Sie. Sehr schön. Jo, ich laufe dann zum Hof und dann treffen wir uns da. Jo. Vorsichtig sein mit den Maschinen hier, die sind noch nicht alle abbezahlt. Wurzelhube hier? Moin, hier ist der Semmelreiter. Servus. Du, hast du noch dein Mähwerk oder hast du das schon verkauft, veräußert irgendwie? Nee, das habe ich noch. Oh, das ist nicht schlecht. Ich würde dann, und dein Schwader auch noch? Ja, aber da habe ich jetzt einen Gosen. Ach nee, ich habe auch noch einen kleinen. Das macht den habe ich aber schon verkauft. Ja, ich habe einen Schwader da. Ich würde gleich mit meinem Praktikanten rüberkommen und würde das Mähwerk und den Schwader abholen. Jo, kannst du mitnehmen. Okay, gut. Bezahlung wegen dem letzten Tag bzw. Nachtschicht mit dem
Gras einfahren und im Stroh einfahren? Wie machen wir das da? Naja, können sollen wir das mit den Geräten hier gleich abgelten? Wollte gerade sagen, wollen wir das dann über die Gerätenutzung einfach abgelten oder wie haben wir das? Ja, würde ich sagen. Okay, gut, machen wir. Ja, so. Gut. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Ich komme dann gleich vorbei. Ich muss mal gucken, der Holländer bringt gerade Kalk. Aber ja, wir kommen dann gleich. Alles klar, so machen wir's. Okay, gut. Tschüss. So, Herr Feldner, schauen Sie mal mit über. Moin. Hallo, ist ins Hoflager reingekommen, der Kalk. Oh, sehr schön. Das wunderbar. So, und Dünger und Saatgut und das Schweinefutter packen wir jetzt demnächst ab und dann bringe ich das auch vorbei. Gut, das ist nicht schlecht. Die Vorrichtung brauche ich da noch für, oder wie war das? Genau, das ist diese, wenn Sie mal gucken, im Katalog. Diverses, oder was ist das? Unter Diverses, genau, das ist der Big Back Träger H40. Okay, ja. Dann besorge ich mir den noch. Am besten im Design 1 und dann können Sie ja den Anbaukupplungstyp passend zu Ihren Geräten auswählen. Der ist relativ günstig und dann können Sie die Big Packs damit tragen. Jo, machen wir. Kriegen wir hin. Jo, gut, wunderbar. Dann weiß ich mal Bescheid. Rechnung machen wir dann in einem. Und dann, ganz genau. Jo, gut. Dann jo, bis später. Jo, bis demnächst. Jo, tschüss. So. Jo, ganz schön hektisch jetzt gerade am Anfang. Mehrere Sachen auf einmal, wir haben neue Maschinen. Ich frage mich nur, wo ist unser Praktikant? Wo ist Rüdiger abgeblieben? Der sollte doch gerade die Maschinen holen. Ja, Robbe, hallo. Rüdiger, wo bist du? Wo bleibst du? Ich vermisse dich. Ich habe mich ein bisschen verfahren. Wo bist du denn? Auf einem Feld. Bei Feld 27? Das Navi ist der rote, die roten Felder. Ganz unten südwestlich, 4 und 5. Ja, ich bin da gerade auf dem Weg, aber irgendwie ist die Lenkung so komisch. Also, es kann sein, dass ich lang nicht mehr gefahren bin, aber von dem JCB. Ist das Allrad-Lenkung? Nee. Ja, gucken Sie, dass Sie mal hierher kommen. Ich gucke mir das dann gleich an. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Jo, unser neuer Praktikant kommt auch gleich. Ja. Wir werden dann erstmal gucken. Die Schweine müssen wir dann eben sauber machen. Wir werden jetzt erstmal Gras mähen. Ich weiß, das ist unrealistisch und ist nicht so ganz konform, aber sonst wüsste ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Weil dreschen geht noch nicht. Deswegen, wir müssen da echt mal gucken, wie wir das jetzt kriegen. Ich mache jetzt eben die Schweine hier sauber. Dann läuft das. Eben die Schweine hier sauber, das reinkippen und dann läuft das. Und dann können wir das Mähwerk holen. Ich hoffe, bis dahin ist dann unser Praktikant da. Azubi ist es ja noch nicht. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie es sich macht und so. Und ja. Ula. So. So. Zack. Schaufel lassen wir da, die brauchen wir nicht. Und ja gut, dann fahren wir eben mal zum Wurzelhuber, holen da das Mähwerk ab. Ich hoffe, der Praktikant kommt gleich. Ich weiß nicht, wo sein Navi ihn hingeführt hat. Irgendwie. Oh, der Holzknecht bringt uns. Herr Holzknecht! Herr Holzknecht! Wo ist er denn da? Ja! Ach, Sie bringen schon den Ladewagen vorbei. Ja, genau, der hat ja bei mir noch gestanden. Jo, den wollte ich gerade abholen, aber schön, dass Sie den bringen. Ja, genau. Ich glaube, das war's dann auch. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, der JCB und die Seemaschine ist auf Reisen, Seehausen. Irgendwie ist mein Praktikant damit spazieren gefahren. Verschollen, spazieren gefahren, ich weiß nicht. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Ja, ich hoffe auch. Ich werde gleich mal den Neuholländer anrufen. Ich glaube, der ist da oben irgendwo.
Okay, gut, da weiß ich Bescheid, ne? Ja, tschüss. Tschüss. Junge, 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 wo ist der denn jetzt abgeblieben? Kerl, wo bist du? Ja, so war das. Der Neuholländer, guten Tag. Moin, hier ist der Semmelreiter. Hallo. Du, mein Navi sagt gerade, oder mein GPS-Empfänger sagt gerade, dass bei dir mein Praktikant steht. Ist das richtig? Ist das der Rüdiger? Ja, ich habe ihm eigentlich gesagt, er soll zum Südwesten kommen. Können Sie ihm das nochmal sagen? Dass der zu mir kommen soll, an Hof? Okay, ja, sag ich ihm. Ja, weil ich habe sie ihn gerade vorhin schon angerufen, aber irgendwie kommt er nicht an. Ich guck mal, ob ich ihn erreiche. Ja, okay, danke schön. Er steht gerade vor mir. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Jo, Praktikant irgendwie auf Abwägen. Irgendwie sehr interessant. Wir werden jetzt auf jeden Fall weiterfahren. Wir werden zum Wurzelhuber fahren. Wir müssen da auf jeden Fall ganz nötig das Mähwerk abholen. Da ist ein Paul Weber. Oh, holla. Der ist aber flott die Krawatte hier unterwegs. Ah, Reknitter. Hat er auch einen Praktikant? Wurzelhuber! Ja, servus Jörg. Moin, du, ich wollte eben das Mähwerk abholen. Alles klar, das steht da vorne unter der Unterstand. Ja. Nur eine kleine Sache, falls jemand mein Praktikant Rüdiger Robbe auftauchen sollte, schicken Sie ihn zu mir an Hof. Der ist gerade oben bei Gacki gewesen, ich hatte ihn schon zu mir runtergeschickt, er ist jetzt immer noch da oben. Falls er irgendwann mal hier auftauchen sollte, ja. Ich schicke ihn runter, alles ja, klar. Ja, genau, Sie schicken ihn runter. Okay. Ja, das mache ich. Servus. Ja, irgendwie schon seltsam. Du kannst mir ja sagen, was du willst. Irgendwie ist unser Praktikant auf Gottes Ehren verschollen. Naja gut, wir hängen das Mähwerk an. Wir werden dann eben mähen, weil ernten ist noch nicht. Genau, ich wollte eigentlich was überweisen. Ich bin ja da gar nicht dazugekommen. Ich wollte eben die 250.000 überweisen. So. Ist der Wurzelhuber noch irgendwo? Oder ist der jetzt schon abgehauen? Weil so ein Mähwerk braucht dringend mal Wartung. Klaus? Ja, servus Jörg. Du, dein Mähwerk braucht Wartung. Ich will es nur gesagt haben. Ja, ich bring's dann danach gleich zur Werkstatt rüber. Okay. Oder ich mehr ist noch die. Ich muss mal gucken, wie ich schaff. Ja, ich wollte es nur sagen, nicht, dass es dann heißt, da ist irgendwie Kratzer irgendwas dran. Also hat schon seine guten 60%. Oh, ja, dann braucht es dringend eine Wartung, stimmt, ja. Aha, okay. Servus. Ja, ich hoffe, unser Praktikant kommt bald an, weil das kann ja nicht so weitergehen, hoffentlich. Also ich wollte eigentlich jetzt Gras mähen eben. Beziehungsweise das Gras eben einsammeln. Der sollte dann eben das Gras hochfahren zum Neuholländer, weil ich weiß, dass der auch viel Arbeit hat und so. Darum dachte ich eigentlich, jo, der kann das eben hochbringen. Weil er ja den JCB hat, da kann er ja den Ladewagen anhängen und dann hochfahren, aber so. Irgendwie ist der verschollen. Naja, wir werden gucken, dass wir anfangen zu mähen. Es wird ja schön Wetter wieder. Wir werden mal gucken. Er klingt ja ganz nett und ich hoffe, dass er auch bleibt. So ein bisschen Unterstützung.
können wir ja gebrauchen, aber die sind ja auch, sag ich mal, ein bisschen neu hier. Wie soll man sagen, das sind unsere neuen Schützlinge, wir haben die ja hier jetzt neu dazu bekommen. Wir sind auch echt froh, dass neue dazugekommen sind und ja, ich bin echt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, wir werden Gras mähen, arbeiten ein bisschen und gucken, wie sie sich machen. Vielleicht steht ja mal eine Ausbildung nichts bevor. Und, oh, der Ladewagen steht da, wunderbar. Ja, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss.